du schon mal wieder herkommen? Ich weiß, man sieht irgendwie nur die Häufchen. Aber ist das nicht eine Verschwendung? Das ist ja ganz schön toll. Für den Schulgarten, dass es viel mehr, also dass alle Schüler zu jeder Zeit in den Schulgarten gehen können. Hallo, ich bin Eliane Wunschsucherin und wünsche mir für das Schulzoo, dass die Rennmäuse einen größeren Käfig haben und einen Platz zum Essen haben mit einem Tisch und zwei Stühle. Und dass die ein Klo haben. Ich und mein Freund Leon haben ein Bild gemacht, was auf dem Sportplatz gebaut werden könnte, was unsere Wünsche sind. Und das ist mein Wunsch. Ich habe einen Vogel adoptiert. Er hat gefragt, ob wir shoppen gehen können. Ich habe ihm natürlich ja gesagt. Und er hat ein Pepperwurzkleid gekauft. Das hat 15 Euro gekostet. Und die Nike-Schuhe haben auch sehr viel gekostet. Ich möchte, dass der Schulgarten eine bunt Meerjungfrauenflosse als Mülleimer hat. Ich wünsche mir, dass die Aula bunt ist. Das bin ich. Ich bin auf der Bühne. Hier steht Disco drauf, was normalerweise nicht da ist. Erster Wunsch wäre, dass die Schulgartentür auf ist. Also was ich mir gewünscht hätte, wäre irgendwie, dass da irgendwie ein Strand wäre. Also wir haben hier einen Kletterpark mit einem Wunschbrunnen gemacht. Hier ist ein Wunschbrunnen. Also, wir machen ja einen Film. Und unser Film braucht ein Bild für Anfang, Mitte und Ende. Soll ich dir helfen? Guck doch mal die Farbe, das funktioniert doch super gut zusammen. Dieses schöne Korall, ist das Korall? Hier ist zum Beispiel meine Sache, mein Vogelhaus. Und ich habe hier auch zwei Vögel gemacht. Und dieser Vogel hier sagt, ich lebe glücklich. Ich habe auch ein Vogelhaus gebaut und habe versucht, es alt aussehen zu lassen. Ich habe hier eine Bewachungsschlange, die sieht man nicht sehr gut. So eine Bar gemacht, wo man sich Sachen kaufen kann. Ich habe hier auch mal so einen Stuhl gemacht. Kleine, da kann man so raufgehen, da kann man damit rollen oder auch spielen, was anderes machen. Dann kann man hier sich längs hangeln. Das hier, was aussieht wie Wolken, ist dafür, wenn jemand aus dem Waggon rausfällt. Dass man sich nicht wehtut. Milch ist fertig. Süßigkeiten sind fertig. Okay, dann nehmen wir die Süßigkeiten und gehen gleich zum Pool.